Hallo meine Lieben, ich möchte mit euch heute diese Rakete basteln. Und zwar ist das so ein kleines Mitbringsel oder was, was man beim Essen, bei der Silvesterparty vielleicht so als Deko auf den Tisch legen kann. Ich habe das auch befüllt. Es ist gar nicht leicht, was da drin ist und ihr seht, das rutscht auch nicht raus. Habe das hier unten mit Band festgebunden und hier oben so ein bisschen Deko dran gemacht. Ja, jetzt merke ich gerade, mir ist was abgefallen. Genau. Das muss ich noch ein bisschen fester machen. Das muss ich vielleicht auch mit der Heißklebepistole machen. Das gehörte hier noch dran. So. So, und das Ganze habe ich so ein bisschen verziert und habe mit digitalem Papier diesmal gearbeitet, weil ich dieses Designpapier sehr dünn haben wollte. Und ich habe 60 Gramm Papier und habe das damit probiert und es ging richtig gut. Und diese ganzen Designteile sind von Kleine Göre. Jetzt zeige ich euch erstmal, dass man auch was reinstecken kann. Also es ist natürlich nicht viel Platz. Das habe ich eben auch gemerkt. Und man muss echt aufpassen, dass man sich das beim Reinstecken nicht zerreißt. Manchmal ist es doch unglaublich. Ich hatte oben drin ein so ein kleines Klebepad-Ding, was nicht fest war. Und genau das muss natürlich hier dran hängen. Deswegen habe ich das eben nicht rausgekriegt. Hätte man es treffen wollen, hätte man es im Leben nicht getroffen. So, nicht das zum Umklicken. Ich habe hier so kleine Schweinchen geholt. Aus dem Penny von Katjes, diese Bredferkel. Und die habe ich in so längliche Tüten gepackt, die 5 cm Breite haben. Und die passen auch gerade so da rein. So, schauen wir mal, ob das auch geht. Wie gesagt, ihr müsst hier echt Geduld haben, wenn ihr dann da was reinpacken wollt. Genau. Also ein Rocher passt natürlich super rein. Drei Rocher, denke ich, von der Höhe her. Dadurch, dass ich das alles in Gold mache, passt das natürlich auch super. Jetzt sage ich euch erstmal, was man alles dafür braucht. So, ich habe genommen, was jeder im Haus hat, eine leere Klopapierrolle. Ihr könnt natürlich auch Pappe nehmen und euch die zusammenrollen, aber ich habe die in letzter Zeit alle aufgehoben, auch die Zebra, weil ich gerne damit was machen wollte. Dann braucht ihr Krepppapier. Ich habe hier weißes. Ich habe eben Idee gesehen. Es gibt auch ganz tolles Perlmutt und alles sowas. Richtig schöne Sachen. Aber ich habe gedacht, wenn eh schon so viel Dekopapier dran ist, reicht das. Dann braucht ihr ein Stück Papier. Ich habe hier 15x12 genommen und das müsst ihr euch, das Krepppapier müsst ihr euch dann entsprechend zuschneiden, wie ihr das haben möchtet. Also es wird einmal um die Toilettenpapierrolle gewickelt und was ihr hier unten halt noch an zum Binden haben wollt, müsst ihr euch dementsprechend das lang machen. Also diese, ja, habe ich in 16 cm gemacht. So. Wie gesagt, da könnt ihr Designpapier nehmen. Es sollte nicht so fest sein. Also mehr als 100, 160 Gramm sollte es nicht haben, weil dann wird es schon echt schwierig mit dem Umwickeln. Wie gesagt, ich habe mir Designpapier selbst gemacht, also von der kleine Göre Design Designpapier auf 60 Gramm Papier gedruckt und das ist richtig schön locker. Dann braucht ihr für die Spitze. Das habe ich mir wieder mit dem Template-Marker gemacht. Verlinke euch das wieder. Und da habe ich die Maße, die schreibe ich euch auch unten rein. Das ist vielleicht am besten, ehe ich euch jetzt irgendwas erzähle. Das hat hier auch eine Falz, wo ihr das dann später gleich zusammenknicken müsst. Und ich habe hier Metallic-Papier genommen, das ist auch so ein bisschen schimmert. Und wie gesagt, dann braucht ihr ein bisschen Deko.
Da habe ich jetzt diese zwei Bänder und ein bisschen von dem. Und falls ihr was reinstecken wollt, für viel Glück eignen sich natürlich die Schweinchen. Und ansonsten gehen auch die Rochers. Ich arbeite hier jetzt hier mit Tombow und mit Sticky Tape. Und dann fangen wir mal an. Also, wir müssen diese Toilettenpapierrolle mit dem Krepppapier umwickeln. Ich mache mir jetzt die schöne Seite, also die etwas geradere Seite, hier habe ich ein bisschen schräg geschnitten. Die lasse ich mir für unten. Und damit das Ganze jetzt auch ein bisschen besser hält, würde ich euch raten, einmal diese Toilettenpapierrolle komplett einzuschmieren. So, wie ihr das oben ansetzt, ist eigentlich egal, weil da kommt ja dann sowieso die Spitze drauf, da sieht man nichts. So, jetzt könnt ihr das Ganze rollen. Und hier mache ich mir jetzt neu drauf. Haben wir das schon mal. Und jetzt können wir praktisch schon das Designpapier oben drauf kleben. Da mache ich das Ganze jetzt so. Mal gucken, wie es langt. Dass ich mir unten einmal Sticky Tape drauf mache. Dann auch richtig schön hält. Und auf diese Falz von der Spitze mache ich das auch. Lege ich mir das Ganze wieder hin und mache mir ganz am Anfang ein bisschen Kleber drauf und ansonsten nicht, weil gerade bei diesem dünnen Papier sieht man das sonst zu sehr. So, was noch wichtig ist, ihr müsst hier gucken, hier endet ja eure Toilettenpapierrolle. Das müsst ihr bündig hier unten anlegen. Kann auch ruhig ein Stück überstehen, das macht nichts. Dann macht ihr euch die Schutzfolie ab. Ich mache das Ganze jetzt so, dass ich mir das viermal einschneide. Also bis kurz übers Ende der Toilettenpapierrolle. Dass man das praktisch viertelt. Dann kann man das natürlich auch mit Flüssigkleber machen, dass man sich hier drinnen so ein bisschen draufsetzt.
wie gesagt, wenn ihr was reinstecken wollt, ist es schon besser, wenn es fest wäre. Da habe ich schon was drauf. Und das letzte Viertel. Kann das noch ein bisschen trocknen. Und wir können schon mal die Spitze zusammenfalten. Hier müsst ihr einfach nur aufpassen, wenn ihr das mit dem Template-Marker macht. Es gibt ja noch viele andere verschiedene Möglichkeiten, sich so eine Spitze zu basteln. Ich habe es jetzt so gemacht. Das ist auch gar nicht so einfach. Ich habe mir vorher natürlich auch das Papier ein bisschen gerollt, damit die Fasern so ein bisschen gebrochen werden. So. Und diesen Knick, den kriege ich nachher gut raus, weil da mache ich das ganze Deko-Zeug drauf. So. Wichtig ist nur, dass ihr die nicht zu klein machen solltet, damit es dann hier so richtig drauf passt. So, dann können wir uns auch schon mal die Heißklebepistole anschmeißen. Ich habe hier die von Steinel, die Neo. Ich weiß noch nicht, ob ich so begeistert von der bin. Ich habe auch jetzt noch nicht so viel gemacht. Ich muss da noch ein bisschen proben und üben. Ja, was ihr dann schon mal machen könnt, ist euch überlegen, was ihr so für Deko drauf machen wollt. Ich schneide mir hier schon mal ein bisschen Band ab. Also in Betrieb ist sie ja wirklich schnell, da kann man nichts sagen. Ich gebe mir dann das Ganze hier oben so ein bisschen drauf. In der Hoffnung. Bis jetzt noch nicht verbrannt, aber ich habe auch noch nicht viel gemacht. Das kommt mit Sicherheit auch noch. So. Gebt oben auf die Spitze und ein bisschen auf den Rand. Solltet gucken, dass nicht so viel reinläuft. Und dann stecke ich mir das Ganze hier so drauf. Gerade rücken, so schnell wie möglich. Vor alles fest ist. So. Jetzt haben wir die Grundform schon mal und bevor jetzt meine Heißklebepistole wieder ausgeht, weil das macht sie nämlich auch echt schnell, klebe ich auch schon mal eine Deko. Wie gesagt, das mache ich hier, wo die Falzlinie ist. Also sie tropft manchmal ein bisschen nach, die Heißklebepistole, manchmal nicht. Woran das liegt, habe ich noch nicht rausgefunden. So.
Dann kann man praktisch mit dem Füllen auch schon beginnen. Wie gesagt, das muss man sich am Anfang mal ein bisschen zurechtdrücken. Dann kann man das Ganze zubinden. Hier habe ich mir auch für hier dann schön vorsichtig, nicht dass es zu eng macht, habe ich mir für ein weißes entschieden, weil ich das viel besser fand als Gold, weil es einfach auch besser zum Krepppapier passt. Und es hält Bombe, also diese Schweinchen sind schon echt schwer. Und diese hier habe ich mir dann mit ganz, ganz flachen Klebepads aufgeklebt. Ich kann euch diese Datei wirklich nur empfehlen, gerade weil man sie auch noch die nächsten 3 Jahre nutzen kann. Ist jetzt vorne da. Hier habe ich natürlich jetzt wenig darauf geachtet. Naja, ist egal. Ich kann das ja gut verdecken. Wo meine ganzen Nähte sind. So. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Das ist wirklich eine super schnelle Geschichte. Und macht sich super gut, finde ich. Kann man so ins Sektglas reinstellen oder kann man auf den Teller legen, egal wie. Bei mir kommt es mit ins, wir sind diesmal Weihnachten eingeladen, normalerweise machen wir mal das Essen und da mache ich jedem so eine kleine Tüte und da kommt es auch mit rein. So, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln und ja, folgt mir doch mal auf Instagram und zeigt mir doch mal ein paar Sachen, wenn ihr vielleicht was von mir nachbastelt, würde mich sehr freuen. Tschüss!